Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf The Mausland unterwegs in unserem Produktionsspezial auf dem Weg zum Finale. Wir sind bereits in Folge 193, hatten hier die Roggenernte beim letzten, also das Abtanken des Dreschers beim letzten Mal gestartet. Sind jetzt wieder frisch dabei. Hier sehen wir bei der Bierproduktion, sechs Paletten und ein bisschen ist da. Das ist nicht super viel. Aber wir wollten ja auch einmal gucken, wie viel ist noch da. Es ist noch Gerste da, ist noch Wasser da. Aber es sieht aus, als wenn die Gerste auch knapp ist. Also wir lassen die Produktion einfach hier mal durchlaufen. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. So, der muss erst wieder voll werden. Da waren wir gerade. Wir sind bei unserem guten Fahrer hier. Der muss noch mindestens eine Ladung Gemüse wegbringt, nämlich die Tomaten. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Preis wir da haben, aber wie gesagt, wir gucken auch momentan ja nicht auf den Preis, wir gucken nur darauf, dass wir für unseren Landwirt, der in Ruhestand geht, ne, das ist der letzte In-Game-Tag, sag ich mal so. Das heißt, diese 8.30 Uhr morgens werden wir, oder 8.31 Uhr werden wir nicht wieder erleben, weil den Tag da drauf ist der gute Mann, oh, ist einfach mit abgebogen, ist schon in Rente. So schnell geht's. So, einmal rausziehen, Gas geben, das können wir gut, im Traktor und dann, ja, 83.000 haben wir gekriegt. Naja, das war natürlich für 2.100 oder sowas, was wir da gekriegt haben, aber 2.083 oder sowas war der Preis. Ist nicht die Supersumme, aber wie ihr seht, 5 Millionen ist das Rentenziel von unserem Landwirt hier. Das wollten wir noch ermöglichen, dann werden wir hier unsere Arbeiterschaft einstellen und einen Nachfolger kannst du dann irgendwann mal übernehmen hier. Der wird es dann pachten und weitermachen. Da haben wir dann nichts mehr mit zu tun. Wir wollten halt nur unserem guten Kollegen hier eine Auslöse geben, dass er hier mit der Pacht und hier dann die AE kriegt. Und die guten 5 Millionen, haben wir gesagt, sollen es werden. Dementsprechend ihn in die Tasche drücken können. Ne? So, hier ist nichts passiert. So, da ganz hinten stehen die Tomaten noch. Ich mache schon mal den Ladevorgang hier an. So. Da sind wir schon. Da sind wir auch schon voll. So, ausmachen. Das dran. Und jetzt gucken wir mal. Tomaten. Ja, Exporter eine 2100 und ein paar zerdrückte. So sieht's aus. Das ist der Deal. Da fahren wir hin und danach können wir ihn hier bis zum Dings fahren. Bis zur Brauerei fahren, weil da sind wahrscheinlich die nächsten Paletten, die wir machen müssen. Wir haben noch zwei Palettenverkäufe theoretisch gesehen vor uns. Das sind nämlich einmal das Bier nach dieser Tomatengeschichte und einmal die Backwaren. Das ist halt das Ziel. So, Korntank ist fast wieder voll. Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz hinkommen, bevor wir den abtanken müssen. Aber das kriegen wir alles hin. So, Dolle, es fährt und fährt und fährt. So, es sieht aber aus, als wenn wir es gar nicht mehr abbiegen würden. Wir sind auf den letzten Prozenten, deswegen werden wir uns mal hier kurz vor der Kreuzung abstellen. Werden mal durchskippen zum freundlichen LKW-Fahrer. So, da kommt er jetzt gleich. Da. Der wird jetzt wieder umdrehen. Er braucht noch drei Ladungen vom Drescher, bis er voll ist und das erste Mal in die Produktion fährt. Theoretisch gesehen können wir es auch ein bisschen anders lösen. Wir können natürlich jetzt die 75.000 Liter hier nehmen und natürlich mit den 75.000 Liter hier in die Produktion schon mal fahren und bringen dann nochmal, was weiß ich, 25 oder 37,5 oder sowas nach. Ich glaube, das macht sogar Sinn, weil wir dadurch die Produktion schon laufen haben dann, ne? Klar. So, schauen wir mal, was so alles geht. Oh, der ist hier auch erst auf den letzten Meter kurz vorm Drehen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen ihn noch einmal leer. Ich muss mal gucken von der Positionierung her,
müssten wir dann einmal ja einfach nur die Straße lang fahren, ne? Sind wir schon bald da. Bäcker ist hier nicht wirklich weit von entfernt. Aber wenigstens läuft die Produktion dann schon mal an. Das werden wir uns dann auch gleich mal eine Runde angucken. Ich glaube, die Idee ist gut. Ich glaube, die Idee ist gut. So, knapp über 75.000 Liter. Wie gesagt, dann fahren wir halt das kleine Stückchen, was echt nicht weit ist, nochmal. Dann kann er da schon wieder ein bisschen was nachreichen. Oh, ob das jetzt gut geht? Was macht er hier für den? Ah, weil die Straße zu dicht dran ist, wendet er hier so, wa? Ich habe ihn natürlich jetzt ein bisschen hier außer Bahn gebracht. Mal sehen, wie weit oder lang aber das wieder hinkurbelt. Ich glaube aber, er kriegt das hin. Das sieht gut aus. So, kommt hier ein Auto? Gerade nicht. So, gut, dann würden wir sagen, wir fahren mal den Roggen hier eine Runde hin. Schmeißen die schon mal rein, dass die Produktion da schon mal läuft, ne? Wir werden ja auf jeden Fall noch ein bisschen das Ganze ankurbeln, indem wir nehmen wir natürlich zwischendurch einfach die Zeit noch ein bisschen vordrehen, weil wir müssen ja einfach nur Produktionen abwarten. Das ist ja der ganze Trick. So, hier können wir locker sauber überholen, wie wir gerade sehen. Da kommt gerade keiner. Sehr gut. Warum habe ich eigentlich die Map wieder ganz aus? Will ich gar nicht. Und los geht's. So. Da sehen wir im Prinzip die Bäckerei schon auf der Minimap. Wir müssen bloß allerdings einmal an die Hauptstraße ran, weil von da aus ist die Einfahrt. Hier so quer durch die Büsche und dann durch die Mauer, das klappt nicht so wirklich. Ich muss natürlich auch erstmal gucken, wo muss jetzt dann tatsächlich der Roggen hin. Der wird bestimmt wieder eine eigene Abschütte haben dafür. Aber da gucken wir mal ein bisschen langsamer hier um die Ecke, wenn wir nicht übertreiben. So. Wahrscheinlich können wir ihn dann auch schon bald wieder zurückfahren, weil ich schon wieder eine Ladung Roggen machen kann hier. So, hier geht es aufs Gelände. Pförtnerhäuschen vorbei. Da hinten steht noch der Kollege Tankwagen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich dachte, wir bräuchten den noch kleiner für Wasser, aber das sieht nicht danach aus. Einziges, was ich machen könnte, wäre hier nochmal eine Runde Wasser nachgeben. Oh, ich sehe schon, das ist die einzige Null, die ich hier sehe. Denn überall ist gut was drin, nur hier nicht. Und ich hoffe, dass dass der Platz jetzt zum Abtanken funktioniert, wollte ich gerade sagen. Das tut er. Damit dürften wir hier die Produktion starten. Da wollen wir gleich mal gucken. Wir drehen jetzt mal auf dem Weg nach draußen und dann gucken wir mal, wo die Warenausgabe ist. Und da wollen wir dann natürlich. Aha, das ganze Gerüst hat übrigens keine Kollisionsabfrage, stellen wir gerade fest. Da wollen wir natürlich gucken, wo ist denn hier die Abhole. Da wird natürlich hier unser freundlicher Fenton auch Bescheid weiß, ne? Steht noch schöne Garagen. Hier irgendwo eine Abhole, ne? War bestimmt hier auf der Seite. Oh ja, hier ist sie. Da seht ihr es, Versand. So, ich werde einmal ganz kurz die Zeit vorspulen lassen. Und da geht's los. Bäckerei läuft. Zeit wieder auf normal. So, da seht ihr auch, es ist alles angesprungen. Jetzt kann man auch so ungefähr die Verhältnismäßigkeit sehen. Also Roggen sind 1000 weggegangen. Von den anderen auch nur. Sonnenblumen sind weniger weggegangen, glaube ich. Ich mache das nochmal an. Muss mal darauf achten. 60.700. Ja, Sonnenblumen braucht er weniger. Dinkel, das ist so geblieben. Mehl geht auch, Zucker auch. Wasser braucht er auch ziemlich wenig und Leerpaletten auch. Also, wir müssen eindeutig sehen, dass wir im Verhältnis gesehen den Roggen auf jeden Fall nochmal mit hochpumpen. So, und wie sieht der ganze Spaß aus? Das sehen wir jetzt. Die Kollegen, da kennen wir doch irgendwo her. Ja, da ist tatsächlich einfach nur gemischt Brot drin, wie ihr seht. Naja, gut, so. Dann fahren wir wieder zurück. Und ich hege jetzt fast die Vermutung, dass wir ordentlich Roggen noch nachbringen sollten, weil es würde, wenn am Roggen hapern, dass es nicht weitergeht. So sieht das aus. Also, wir fahren zurück. Kommt ein Auto. Ich werde hier ein bisschen zackig weitläufig rumfahren. Ich kenne die Rabauken hier. Dann legen wir jetzt mal los.
Gucken, wie lange wir brauchen, um da die Palettenstraße voll zu machen. So, ja, ein, zwei Sachen haben wir ja noch zu erledigen. Und eine davon ist Roggen machen und hinfahren. So simpel ist es. Aber momentan ist das noch kein Problem, weil die Produktion kann ja im Normalfall jetzt auf jeden Fall laufen. Das ist ja schon mal wichtig. Aber Roggen ist schon in der Kategorie 150 bis 200.000 Liter, die dahin sollte. So sieht das aus. So. Ja, wie gesagt, wir können jetzt gleich wieder aufs Feld fahren und die nächsten 1200.000 Liter hier rausholen. So super lang braucht er dafür ja nicht. Büßt jetzt hier mit gleich stumpf aufs Feld. Ich sehe natürlich, dass er jetzt am anderen Ende steht. Na, er hat auch schon ein bisschen was vom Streifen weggemacht. Ihr seht selber. Na, das sind jetzt 87.000 Liter oder 87.500 Liter, die er jetzt hier runtergeholt hat. Das ist schon ein bisschen was, ne? Das ist schon ein bisschen was. So. Da haben wir das gute Stück. Der ist am Arbeiten. Jetzt heißt es durchskippen. Da ist er, unser guter Tomatenverkauf. Mit dem müssen wir jetzt hier auch einfach nur rechts abbiegen, bis wir dann den Exporthandel sehen. Da soll es durchgehen. Und dann wollen wir echt mal gucken. Ich habe natürlich auf dem Plan auch noch nicht so geguckt, was bringt denn jetzt tatsächlich unser Bier und unsere anderen Sachen ein, zugestellt. Nicht wirklich nachgeguckt. Wir wollen natürlich auch die 5 Millionen voll machen für unseren Kollegen. Dann hat er auch mehr wie einen entspannten Ruhestand, möchte ich mal sagen. Vorruhestand vielmehr. So, hier ist der Verkaufspunkt schon. Da kommt es auf jeden Fall. Setzen wir jetzt die 4,4 Millionen Grenze, werden wir damit jetzt durchbrechen. So. Und jetzt kommt das Geld. Den Kollegen hier können wir auf jeden Fall rüberfahren. Und zwar ganz woanders hin. Weil der muss jetzt zur Brauerei. Das ist der nächste große Palettenverkaufer. Ihr habt gesehen, wir sind bei den Backwaren jetzt angefangen und bei der Brauerei hatten wir schon 5 oder 6 Paletten stehen. Das heißt, das wird der nächste große Verkauf sein. Und kurz habe ich den Ladevorgang aus. Ja, der Ladevorgang ist aus. Nicht, dass ich aus Versehen hinfahre und da wildes Tumult schaffe. Wollen wir natürlich nicht. Morgen ist schon wieder 17% drin. Das ist auch gut. Oh, mal gucken, was da so geht, ne? Ja, es ist auch kein Problem, wenn wir den Roggen dann beim Vorspulen bei der Produktion dementsprechend dann noch rüberfahren. Das ist auf jeden Fall, um den Kram zu verlängern und zu gucken, wie viele Paletten wir hinkriegen. Wir wollen ja auf jeden Fall die Karte beenden mit den 5 Millionen für unseren Kollegen auf dem Konto, ne? So simpel ist es ja. Falls euch wundert, ich fahre jetzt einfach gerade runter. Das ist der einfachste Weg, den ich kenne, dahin. Irgendwelche Diagonalgeschichten mit Zickzack fahren. Da hatte ich jetzt gerade nicht so die großen Aktien drin. Ihr seht selber, unsere Zuckerproduktion läuft noch. Der Schornstein da oben qualmt noch. Aber ich gehe davon aus, dass Zucker nicht das Problem ist bei der Backwarengeschichte, weil da haben wir über 100.000 angeliefert. Momentan ist von den Getreidegeschichten, die werden alle ungefähr gleichmäßig benutzt, außer die Sonnenblumen. Die werden da wahrscheinlich nur reingestreut halt. Und ein bisschen außen ans Brot geschmissen sozusagen. Aber Roggen ist halt eins der Getreide, was halt dementsprechend richtig mit reinfließt in die ganze Geschichte anscheinend. So, da sind wir noch vor den Kollegen rumgekommen, das ist ja auch gut. So. Müssen wir immer eine Runde rüberheizen. Ja, Roggen ist bei 58%. Mit der Lieferung, also mit der Füllung des jetzigen Tanks beim Drescher, haben wir dann auch die 100.000 Roggen zusammen. Danach geht es schon in den Bonusbereich. Aber wie gesagt, wir können ruhig locker so viel wie geht jetzt machen. Bei Roggen, weil es einfach von den anderen Früchten genauso viel da ist. Ne?
So. Gut, hier fahren wir. Dann können wir beim nächsten Mal, werde ich mal eine Runde gucken. Weiß mich nicht, ob wir jetzt überhaupt noch ankommen in der Folge hier. Wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall mal eine Runde gucken, wo es dann zu verkaufen ist. Wo werden wir unser Bier los? Wo werden wir die Backwaren los? Was bringen wir uns ein? Ich habe natürlich noch nicht so eine hundertprozentige Vorstellung, wie lange das Ganze dann noch dauert mit der Produktion. Also ich hege die Vermutung, das kann ich so sagen, dass wir entweder in der nächsten oder übernächsten Folge tatsächlich dann durch sein könnten schon. So simpel ist es. Also das ist jetzt logischerweise hier nicht die finale Folge. Ihr werdet also auch mindestens einmal das Vergnügen haben, mir hier auf der Morrisland zu fahren. So, hier kommen wir an. Da ist nochmal was verkauft worden. Hier sehen wir die Bierpaletten. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier so stehen. Und mit genau dem Ankommen ist auch die Folge zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr halt beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielleicht ist es schon die Finalfolge. Wir müssen echt mal sehen, wie schnell es geht. Und dann sage ich vielen, vielen Dank an alle, die mich bis jetzt hier begleitet haben. Bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen und ein Abo freuen. Es gibt für den Kanal leider immer noch das Problem, dass wir die Quote von YouTube noch erreichen müssen. Sprich die 1000 Abonnenten, damit der Kanal exakt so weiterlaufen kann, wie er jetzt läuft. Natürlich dann mit neuen oder anderen Let's Plays zum Teil dann auch, aber wir wollen ja frisch dabei bleiben. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei all denen, die mich jetzt dann frisch unterstützen und natürlich auch bei all denen, die das schon die ganze Zeit tun. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.